Lübcke wurde seit 2015 mit von rechten Hetzern bedroht, mit prominenter Unterstützung. Erika Steinbach hetzte in den sozialen Medien gegen den CDU-Politiker und ließ den Nazimob, der schon damals zur Ermordung Lübkes in ihren Kommentarspalten aufrief, freie Hand. Steinbach ist heute Vorsitzende der zur AfD gehörenden Erasmus-Stiftung, die ihren Sitz hier in diesem Gebäude hat. Die Mordaufrufe sind bis heute auf Steinbachs Seiten in den sozialen Netzwerken zu finden. Combat 18 folgt wie der NSU dem Prinzip des führerlosen Widerstands. Sie veröffentlichen Anleitungen zum Bombenbau und legen die Todeslisten von politischen Gegnern an. Erst letztes Wochenende forderte Ex-Bundespräsident Joachim Gauck mehr Toleranz gegenüber Rechten. Der ehemalige VHS-Chef Hans-Georg Maaßen machte Werbung für eine Koalition von AfD und CDU. Was muss eigentlich passieren, bis verstanden wird, dass jede Toleranz gegenüber Rechten den Weg bereitet für deren Terror? Was muss passieren, bis die Verstrickungen von Geheimdiensten, Polizei und Naziterroristen aufgeklärt wird? 120 Jahre sollen die Akten zum NSU unter Verschluss bleiben. Rechten Terror gibt es auch in Berlin. Seit Jahren wird insbesondere in Neukölln von einer Anschlagsserie erschüttert, mit der alle eingeschüchtert werden sollen, die sich gegen rechts engagieren. Aufklärung, Fehlanzeige. Stattdessen zeigen immer neue Erkenntnisse über die Verstrickungen staatlicher Behörden in die rechten Netzwerke, dass sich bisherige und potenzielle Opfer nicht darauf verlassen können, dass dieser Staat sie schützt. Im Gegenteil. Deswegen wird die Forderung nach Aufklärung und Zerschlagung dieser Nazi-Strukturen zur Aufgabe all derer, die weitere neonazistische Morde verhindern wollen. Sie wird zu unserer Aufgabe.